Ein sonniger Herbsttag im November. Das ideale Wetter, um eine kleine Tour zu fahren. Wären da nicht die schlanken 8 Grad Außentemperatur. Aber auch die sind kein Problem, wenn man die richtige Bekleidung hat. Und abgesehen davon hat die Goldwing ja eine Heizung, nämlich für die Griffe und für die Sitzbank. Interessanterweise gehen die Meinungen über die Heizung weit auseinander. Die einen sagen, die taugt überhaupt nichts, viel zu schlapp. Die anderen sagen, Stufe 4 und 5 brauche ich nicht, viel zu heiß. Um in dieser Frage mal etwas Objektivität reinzubringen, werden wir heute einen kleinen Versuch starten. Willkommen bei Gary Oldwing. Bei dem Versuch, den wir machen, handelt es sich eigentlich um eine Versuchsreihe. Und zwar mit einem Thermometer, das einen Fernfühler hat. Und diesen Fernfühler, den werden wir einmal am Lenker, auf dem Fahrersitz und auf dem Beifahrersitz befestigen. Die ganze Geschichte soll natürlich möglichst praxisnah stattfinden. Und deswegen machen wir das während der Fahrt. Das heißt, der Sensor, hier am Lenker beispielsweise, befindet sich dann eben auch vom Handschuh verdeckt. Also der interagiert gewissermaßen mit der Wärme des Handschuhs und der Wärme, die vom Griff erzeugt wird. Und das gleiche gilt für die Sitzbank. Da hockt man dann schließlich drauf, den Sensor unter uns, und dann schauen wir mal, welche Werte dabei rauskommen. Und das machen wir natürlich für alle 5 Temperaturstufen und warten jeweils ab, bis der Wert sich einnivelliert hat. Dann wird ein Foto gemacht und hinterher schauen wir uns mal an, wie diese Temperaturkurve letztendlich aussieht. Auf geht's! So fuhren wir also dahin und dachten, das mit der Testreihe wird eine schnelle Nummer. Das wiederholte Messen, Anhalten und Fotografieren zog sich aber in die Länge. Und der Wunsch nach Wärme und einem Kaffee wurde immer größer. Sodass ich jetzt hier also in meinem kuscheligen Kreativeckchen gelandet bin. Schauen wir mal, was die Messdaten ergeben haben. Ohne Heizung haben meine Hände durch die Handschuhe den Griff auf 13,5 Grad erwärmt. Mit Heizung auf Stufe 1 lag die Temperatur dann schon bei 27 Grad, um dann Stufe um Stufe bis auf knapp 50 Grad zu steigen. Schaut man sich die Temperaturentwicklung als Grafik an, sieht man deutlich, dass die Regelung der Griffheizung zwischen Stufe 1 und 4 recht gleichmäßig verläuft und die letzte Stufe noch einen kleinen Extra-Push bringt. Da die Griffheizung auf Stufe 5 startet, kann man die Heizleistung sehr schnell hochfahren und dann auf die gewünschte Wärmestufe wechseln. Da sich die Sitzheizung gefühlt ähnlich verhält, haben wir uns bei den Messungen auf die Ausgangs- und Endtemperatur beschränkt. Tja, wie durch ein bisschen Frieren direkt die Arbeitsmoral einschränkt. Wie zu erwarten, schafft das Sitzfleisch bei ausgeschalteter Heizung mehr Temperatur als die Hände. Ein geschlechtsspezifischer Unterschied hat sich hingegen nicht gezeigt. Auch bei der Endtemperatur lagen beide Sitzplätze auf gleichem Niveau. Die Sitzheizung wird zwar nicht so warm wie die Griffheizung, vermittelt aber das gleiche behagliche Gefühl. Im Ergebnis kann ich für mich persönlich festhalten, dass die gemessenen Gradzahlen dem eigenen Empfinden entsprechen. Die Dosierung beider Heizungen ist gut und sie machen, was sie sollen. Warm. Letztendlich spielt aber das subjektive Empfinden die entscheidende Rolle. Während ich bei Stufe 5 an Runterregeln denke, wünscht sich meine Frau Stufe 6 oder 7. Wer hätte das gedacht?